Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Craft the World. Ja, heute wollen wir einfach mal, ja, gucken, was wir das letzte Mal gemacht haben. Sag ich mal so, weil das ist nämlich schon wieder eine Weile her, als ich das aufgenommen habe, alles. Ja, wie ich sehe, genau, wir hatten uns ja hier mal ein bisschen runtergebaut gehabt. Und ja, würde ich sagen, bauen wir uns einfach mal weiter nach unten. Aber erstmal hatte ich ja in den Kommentaren gelesen, dass ich mir einfach mal hier oben einen Teleport hinmache. Und das ist dann einfach hier alles abfarmen oben. Dann machen wir mal hier einen Teleporter hin, dass sie da einfach mal hinkommen. Genau, und dann haben wir nämlich genügend Holz. Aber erstmal wieder vorspulen, weil sonst dauert das wieder ewig. Bam, 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 bam. So. Neue Kreatur. Okay. Raupe. Ah, okay. Also war ich doch gar nicht so falsch mit der Raupe. Warte mal. Kann man das hier nicht irgendwo sehen? Besten. Ich wollte mir die nochmal genauer angucken. Kleine Raupe. Okay. Raupe. Aber ich denke mal, dass die hier zum Beispiel Wolle droppt. Die brauchen wir eigentlich ja noch. Genau, greif die mal an, auf jeden Fall. Dann. Aber ich sehe gerade. Oh, wir werden gleich angegriffen. Oh no. Ist aber gar nicht so gut. Naja, ich sag mal so, es gibt, denke ich, mal Schlimmeres. Siehst du, jetzt haben wir Wolle. Und wir brauchen Seide. Oder Seile oder was das sind. Warte mal, was ist das genau? Seile. Seil. Und die sind jetzt irgendwie verschwunden. Okay. Warte mal. Ah, jetzt sind sie da. Okay, ein bisschen komisch gewesen. Und jetzt machen wir uns auf jeden Fall mal einen Rucksack. Oh, dafür brauchen wir wieder Holz, ne? Ey, wir haben ein ewiges Holzproblem. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal so einen Rucksack. Ja, dem geben wir einfach mal. Ja, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Bergarbeiter. Ja, passt doch eigentlich, ne? Bergarbeiter und Rucksack. Ja. Neue Kreatur. Fliegender Oktopus. Okay. Oh ja, guck mal, jetzt haben wir auch die Aufgabe ge erfüllt gehabt, die wir, ich glaube, in der zweiten Folge hatten. Ja, naja, zumindest hatte ich ja gesagt, ja, wow. Wo sind denn hier bitte Bäume auf den Inseln überall? Naja, gut, jetzt habe ich halt, wie gesagt, mir so ein Portal gemacht. So, machen wir hier auch gleich nochmal so ein Portal. Okay, die greifen anscheinend auch wirklich an. Okay. Interessant. Guck mal, da wollte ich eigentlich nochmal gucken, ob ich mir Betten machen kann. Da. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz viele. So viele, wie ich machen kann. So, dann muss ich auf jeden Fall mal so machen. Und dann wollte ich mir eigentlich. Warte mal, dann mache ich mal hier noch so einen Gang hin. Das Portal hat sich geöffnet. Okay, hier oben. Hä? Leute, fallen jetzt von oben runter? Oha. Ich glaube, das werden wir nicht überleben, sag ich mal so. Holy shit. Oh, wie viele Viecher kommen denn da bitte noch? Oh nee. Ja, werden wir jetzt getötet oder was? Jetzt brauchen wir erstmal Leitern. Ja, genau, wie die erstmal aufgeweckt werden von diesem Vieh. Oh, und Zwerg ist schon mal gestorben, okay. Naja, gut, die werden ja sowieso wiederbelebt an der Zeit. Soweit ich weiß, oder? Ein Zwerg ist gestorben. Wow, Levelaufstieg und ein Zwerg dazu. Aber wir haben auf jeden Fall die Monster besiegt, würde ich mal sagen. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Achso, hier oben ist der gestorben, okay. Noch nicht mal da unten, wo der ganze Krieg war, sondern einfach mal da oben in Sicherheit. Oh Mann. Okay, irgendwie ist so ein Huhn, glaube ich, gestorben. Ein Zwerg ist gestorben. Lol, die teleportieren sich da hoch und sterben einfach. Oh no. Okay. So, ich wollte hier eigentlich nochmal Betten hinmachen. So. Schlafen die erstmal alle.
Aber ich wollte mich eigentlich um diese Workbench kümmern, ne? Warte mal, wo ist denn die? Da ist so, ein Tisch. Ach so, jetzt brauche ich wieder Holz. Stimmt, ich habe das ganze Holz für die Leitern ausgegeben. Ach Mensch. Bären, ich kann das nicht mehr essen. Ah, ist auch egal, dann verhungert halt. Hier oben sterben die ganze Zeit die Zwerge. Achso, hier oben links sehe ich, wann der nächste Zwerg wieder spawnt. Okay. Oh, cool. Guck mal, wenn man so rauszoomt, dann sieht man auch, wo diese Herstelldinger sind. Das ist nicht schlecht gemacht. Ob ich mir hier oben eine Basis bauen soll? Na ja, gut, hier sind diese ganzen Oktopus-Viecher. Guck mal hier. Wie der da noch liegt, Alter. Noch ein Zwerg ist gestorben. Achso, das ist der wahrscheinlich. Der braucht bloß eine Weile, bis das ankommt. Das, warte mal. Zwerge, ihr sollt da jetzt nicht runterfliegen. Soll jetzt immer dabei sein, dass ich da immer das Portal setze. Ich mach mal hier erstmal das ganze Getreide. Ja, Landwirtschaftsaufgabe erfüllt. Perfekt. Jo, dann können wir hier auf jeden Fall erstmal das Eisen ersetzen. So, dann haben wir ein neues Item bekommen. Weizen. Achso, na gut. Ist klar. Man kann dieses Vieh nicht mal sterben hier. Mal wie viel das aushält, bitte. Okay. Ah, okay. Ach, der hat Federn und Eier gedroppt. Ah, okay. Ich wollte eigentlich mal Holz haben. Holz, Holz, Holz. Warte mal. So, ich brauchte einen Tisch für diese Workbench. So, und dann habe ich alles. Perfekt. Nee, ja gut, ich brauche... naja, nicht wirklich alles, weil ich brauche ja noch Holz, um diese komischen Bretter herzustellen. Aber ich kann jetzt erstmal diese Workbench hinbauen. Perfekt. So. Mal gucken. Erstmal schlafen die alle hier. Natürliche Gesundheit. Ja, der schläft auch gerade. Alles gut. Achso, nee, hier hatten wir nicht abgebaut. Hier hatten wir abgebaut, ja. Genau. Bloß eine Bevölkerung. Perfekt. Ausstattung. Dann machen wir jetzt erstmal hier überall wieder. Guck mal, der hat hier wieder Bergarbeiter als Haupttalent. Dann machen wir den wieder zusammen Träger. So, Bogenschütze. So. Magier. Achso, der hat schon. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Die haben alle schon, okay. Achso, weil der eine Zwerg schon noch nicht da ist, okay. So, kann ich jetzt sowas herstellen hier? Bitte, danke. Da. Nein. Natürlich nicht. Weil das altbekannte Problem Holz fehlt. Guck mal, hier kommt schon wieder dieses Vieh an. Ich greif das mal wieder an. Aber finde ich eigentlich ganz gut, weil Federn und Eier, die kann man immer gut gebrauchen. Ich weiß zwar noch nicht genau wofür, aber braucht man bestimmt irgendwann. Bestimmt für Pfeile dann nachher. Und Eier zum Futter machen irgendwie oder so. Kochte Zwiebeln. Ja, dann nachher wird es richtig lustig, wenn man fischen kann. Wirft man die ganze Zeit die Fische raus. Sag mal, ich habe hier noch keine Fische gesehen gehabt. Ach doch. Da ist ein Mini-Fisch. Naja gut, wir haben hier nur solche kleinen Seen. Müssen wir dann hier so einen richtig fetten See anlegen. Ich denke mal hier irgendwo, weil hier irgendwie, hier regnet es immer. Wirklich immer. Ich komme nicht durch. Wo denn? Wo kommst du denn nicht durch? Du armer Zwerg. Ich komme nicht durch? Ich komme nicht durch, oh no. Hä? Vorher, warum hat er mich denn hier hingeschickt? Ich komme nicht durch. Okay. Verstehe ich nicht ganz. Auf jeden Fall können wir dem Zwerg jetzt hier erstmal, der neu dazugekommen ist, eine Spitzhacke zuteilen. Warte mal. Der braucht noch eine Mütze. Der hat jetzt nämlich wieder diese tolle... Oh, Aufgabe erfüllt. Okay. Bum, bum. Warte mal, ich wollte Bretter herstellen. Ja, jetzt kann ich endlich welche herstellen.
Bam, 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 bam. Oh, hier stimmt nur. Dann kann ich auf jeden Fall hier erstmal weiterbauen. Weiter nach unten. Einfach. Gerade nach unten. Hier kann Erde. Das kommt weg. Okay, einfach mal gleich einen Block abgebaut und gleich mal so ein Buch rausbekommen. Okay, jetzt blitzt sogar. Hast du irgendwie noch was Besonderes zu sagen? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, dass es blitzt. Oh, jetzt wird unser Holz hergestellt oder unsere Bretter. Guck mal, hier ist doch schon ein Eimer. Nehmt doch einfach den. Warte, nehmen Sie den? Im Lager gibt es keine Angelrute. Okay. Hä? Du kannst das da hinsetzen. Achso, hä? Wieso ist der weg? Oh, achso, hier habe ich meinen Zauber. So, hier geht's nicht weiter. Oh, oh, das sieht ja richtig cool aus. Guckt euch das an, das, wie cool diese Erde aussieht. Holy shit. Oh, hier geht's weiter. Perfekt. Warte mal, achso, ich hatte jetzt gerade gedacht, dass irgendwie was Besonderes noch. Okay, aber kein neues Erz auf jeden Fall. Ich brauche Holz. Holz, Holz, Holz. Oder eher Leitern. Bam, bam, bam. Oh, warte mal. Achso, Komfort, nein. Weil ich brauche nämlich hier diese Falltür. Oh, warte mal, die ist hier oben kaputt gegangen. Hä? Warum ist die kaputt gegangen? So, ist jetzt Komfort wieder da? Ja. Okay. Oh Mann, ey. Das sind aber auch ein paar Spezialisten, ne? So, oh, glänzt aber ganz schön hier unten. Warte mal, wie weit geht denn das noch runter? Holy shit. Also ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Weg vor mir. Bis es nach unten geht. So, hier wollte ich eigentlich mal so ein bisschen weiterbauen. So, hier kann ich den einen hinpacken. So, die Fackel, entferne Fackel, das macht da nicht so viel Sinn. Ja, ja. Au, au. Ja, ja, hier. Zwerge. Schau mal, da sind eigentlich relativ viele Bäume. Und wir bauen jetzt mal wieder ein paar Bäume ab. Finde ich ganz geil, dass man da mal so nach oben gehen muss. Wie er hinschwimmt. Okay, guck mal. Oh, dieses arme Vieh, das wehrt sich nicht mal. Okay. Greif das mal an da. Ha. Jetzt geht's los. Jetzt bekomme ich endlich mal ein bisschen Holz. Okay, jetzt wird das Vieh jetzt mal angegriffen. Voll doof. Killt es. Perfekt. Es ist gestorben. So, ich brauche auf jeden Fall hier ein neues Portal. Bam. Und da auch noch. Wie viel Mana habe ich eigentlich? Ach, genug. Okay. Ich finde die Lianen hier richtig geil. Oder Wurzeln oder was das hier sein soll. Das wackelt so cool. Hui! Voll doof. Guck mal, der eine, der hat keinen Bock mehr, okay. Warte, jetzt geht's weiter. Okay, jetzt habe ich erstmal wieder Holz. Warte mal, ich wollte Eimer machen. Dafür brauche ich Nägel. Für Nägel brauche ich Eisen, okay. Dann mache ich erstmal ein paar Nägel. Und jetzt mache ich mir erstmal... ich kann mir ja nur einen Eimer machen bis jetzt. Naja, immerhin. Okay, aber daraus kommen drei, okay. Das ist nicht schlecht. Gut, perfekt. Dann kann ich jetzt nämlich hier unten... Achso, noch nicht. Weil die erstmal hergestellt werden müssen. Hier machen wir erstmal eine Fackel hin. Dann brauche ich erstmal neue Fackeln. Ja, wo sind sie denn? Fackeln, Fackeln, Fackeln. Da, da, da. Oh, Alter, wie viele Fackeln ich machen kann. Da fackel ich nicht lange. Oh, Mann. So. Warte mal, hä? Habe ich schon wieder eine Holz-Dings? Mach ich mal hier hin. Dann habe ich nämlich bloß so ein kleines. Oh, warte mal, da sind drei. Oh. Oh, was jetzt? Er hat mich da irgendwie hingespawnt gehabt. Neue Kreatur. What? Was ist denn jetzt los?
Beschwört er dieses Vieh jetzt, oder was? Holy shit! Der macht einfach mal alles kaputt! Muss ich den jetzt killen? What's jetzt? Kann ich ihn angreifen? Nee. Okay. Lol. Hä? Wie fett ist dieses Vieh bitte? Sieht man das auf der Karte? Nee, aber man sieht auf jeden Fall diese Einkerbung. Lol, kann ich den killen? Nee, kann ich nicht, ne? Okay. Aber was passiert, wenn ich jetzt hier einen Portzauber hinsetze? Gehen die da denn alle hin? So, hab mich erstmal weiter. Okay, warte mal. Neue Kreatur. Hüter des Altars, okay. Ja, soll er von mir aus hüten, wenn er mich nicht angreift. Auf jeden Fall farme ich jetzt hier erstmal das ganze Material ab. Was hier liegt. Das schnappe ich mir erstmal alles. Oh, die sammeln aber ganz schön gut ein, da. So, hier habe ich nichts weiter, okay. Oh, er wird wütend. LOL! Was jetzt? Okay. Hä? Hä? Er ist einfach mal verschwunden. Okay. Aber auf jeden Fall sind diese Viecher hier auch weg, die hier vorhin waren. Oder, ja, in der letzten Folge waren. Das ist eigentlich ganz gut. Und jetzt kann ich hier überall wieder abfarmen. Okay, perfekt. Kann ich jetzt nämlich hier... Oh, Alter, das ist ja richtig geil. Jetzt habe ich richtig viel Erde. Erde sage ich schon. Sand. Erde. Naja. So, ich muss nochmal wissen, was zu futtern. Wo ist das Essen? Ich bin am Verhungern. Ja, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn die sterben. Also wenn die kein Essen mehr haben. Gar nicht genügend Essen. Die werden wirklich sterben. Ja, die denken, dass sie Hunger haben. Ja, ist nicht so schlimm, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Wenn dem nicht so ist, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Dann werde ich auf jeden Fall den Zwergen ein bisschen mehr zu essen geben. Aber ich sehe jetzt gerade, hier sind die ganzen Ratten unterwegs. Was passiert eigentlich, wenn man die Ratten tillt? Warte mal, hier unten ist dieses Rattengefängnis. Greifen die an auf die Ratten? Nee, die macht gar keinen Schaden, oder? Wie die einfach mal, soweit ich jetzt sehen. Oh, warte mal, hier unten ist so ein hässliches Vieh. Gehöhne droppen. Ne, die droppen Leder. Ist doch gut, wenn die Leder droppen. Alter. Also von mir aus können die Ratten öfters kommen. Ratten, Leder ist gut. Kann man immer gut gebrauchen. Kann man sich, denke ich, meine Lederrüstung machen. Let's play Minecraft, WTF. Ja, wenn ich mal ein Minecraft-Let's Play machen soll oder wenn ich da mal irgendwie ein paar Runden spielen soll, dann schreibt es auch unten in die Kommentare, dann werde ich auf jeden Fall dazu auch mal ja, ein paar Videos rausbringen. Ich würde gerne noch mal ein paar Leitern haben. 20 Stück kann ich machen, okay. Auf jeden Fall, dankeschön. Auf jeden Fall. So, dann kann ich nämlich jetzt hier... ja, ich lasse die erstmal weitermachen. Ich konnte nicht, was? Ich konnte nicht weiter, oder was? Aber ich würde erstmal sagen, das war's erstmal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!